Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir hier das Dilophosaurus-Gehege gemacht. Ich habe seitdem auch nicht weitergebaut, also ich wollte eigentlich das Ganze noch so ein bisschen ausschmücken, aber ich denke mal, das werde ich erst später machen, weil die ganze Landschaft hier im Hintergrund und so ist natürlich noch nicht perfekt und ideal und das werde ich auf jeden Fall noch so ein bisschen anpassen, denke ich mal. Ich habe aber dran gedacht, alle Dinosaurier zu benennen. Die letzten zwei Folgen waren ja vorproduziert soweit, deswegen konnte ich euch noch nicht verraten, wer die neuen Dinosaurier geworden sind. Aber ich habe wieder fleißig Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben, habe ich mich sehr darüber gefreut. Wir haben unter anderem zwei neue Brachios, das ist glaube ich keiner davon, der auch nicht. Aber der hier zum Beispiel, Hammond, das ist ein neuer Brachio. Vielen, vielen Dank dafür. Und einmal Bobby haben wir hier. Es hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass es insgesamt wohl 5 Brachiosauren gewesen sein sollen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das nicht so richtig ist. Wird mich aber auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, hier hinten müssen wir allgemein noch so ein bisschen Landschaftsgestaltung machen. Wir haben aber auch noch weitere Dinos. 2 Gallis waren das, glaube ich, noch. Genau, da haben wir einmal Gali als Namen. Auch ein sehr cooler Kommentar, also sehr, sehr coole Idee, warum wir ihn so nennen sollen. Dann haben wir hier noch einmal Klopp. Und ich glaube, das war schon an Gallis. Die anderen beiden, Elvis und Magic Booby, hatten wir schon in der letzten Folge. Und dann kommen natürlich noch die 4 Dilophosaurier. Wo sind sie denn da? Die 4 Dilos. Da haben wir einmal als Namen Marcel Davis. Der ist auch am Start hier. Dann haben wir einmal Nedry. Ein sehr passender Name für den Dilo, logischerweise. Ihr wisst ja alle, wer das ist. Das ist dieser Hacker-Typ, der Dicke mit der Brille aus dem Film. Dann haben wir hier einmal Dennis. Das ist der Vorname. Dennis Nedry heißt er, glaube ich. Also auch sehr passend. Finde ich cool, dass ihr solche Ideen habt. Und Willi, den sehen wir leider gerade nicht. Der läuft hier in den Wald hinein. Aber sehr, sehr schöne Namensvorschläge. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und heute machen wir uns an eine sehr, sehr wichtige Szene. Also die kommt viel im Film vor. Man sieht sie aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und wir müssen jetzt erstmal, bevor wir uns an den Bau machen, müssen wir jetzt, denke ich mal, erstmal ein bisschen was planen und dann geht's hier los. Ihr kennt das Spiel, Leute. Ich habe wieder fleißig die Filmszenen geguckt, die für die heutige Folge für uns relevant sind. Und die nächste Szene nach dem Dilo-Gehege, das ist diese Szene hier. Da kommen sie aus diesem Tunnel hier vorne und fahren sozusagen das erste Mal zum Tyrannosaurus-Gehege. Und diese Stelle hier ist sogar schon sehr, sehr interessant, weil sich hier relativ viele Filmszenen abspielen werden. Es kann gut sein, dass zwischen dem Dilo-Gehege, also das Dilo-Gehege wäre ja sozusagen hier links irgendwo durch den Tunnel und dazwischen war halt ein Schnitt. Es kann gut sein, dass dazwischen ja noch weitere Dinosaurier-Gehege sind und sowas. Allerdings werde ich alles so wie im Film bauen. Also die Szenen, die wir nacheinander sehen, so werde ich es halt auch versuchen nachzubauen. Ob das dann wirklich dem Jurassic Park entspricht, wie er damals gewesen sein soll. Es gibt ja viele Planungskarten und so. Ja, das ist mir dann egal. Also mir ist später wirklich am wichtigsten, dass wir den Film im Spiel nochmal so ein bisschen nacherleben können. Was ich auf jeden Fall noch als Info habe, ist, dass die im Film sagen, also hier an dieser Stelle ungefähr, sagen sie, dass sie noch keinen Dinosaurier gesehen haben. Nämlich hier der Ian Melton klopft an die Kamera und fragt, ob die denn mal so einen Dinosaurier auch zu Gesicht bekommen, als sie hier stehen. Und daher weiß man, dass die auf jeden Fall bis zu dieser Szene auf der Tour noch keinen Dino gesehen haben. Also so viel ist klar. Deswegen könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass das erst das zweite Gehege auf der Tour ist. Wobei der Tyrannosaurus als zweites Gehege ist natürlich ein bisschen krass. Wir gehen aber jetzt mal ein bisschen durch hier, weil wir haben echt viel zu planen. So, hier fahren die noch ein Stückchen weiter. Und das ist, glaube ich, schon hier ungefähr, also so wie die jetzt stehen, ist schon fast die Stelle, wo sie dann am Ende auch stehen bleiben. Also die bleiben auf jeden Fall, könnte noch ein Stück weiter vor sein, ich weiß es gerade nicht genau. Sie bleiben auf jeden Fall in dieser Kurve stehen. So viel ist sicher. Genau. Ich glaube, die sind sogar echt hier stehen geblieben. Also hier stehen die, glaube ich, schon. Und hier sieht man halt nochmal, das ist ein Elektrozaun. Den haben wir auch im Spiel. Und dann sieht man hier schon die Aussicht auf das Gehege. Also sehr viel Grün und es geht im Hintergrund auf jeden Fall nach oben. Und hier ist ein sehr, sehr hoher Berg. Alles sehr, sehr waldig. Das heißt, da können wir uns ordentlich austoben. Und dann wird hier schon die Ziege in diesem neuen, coolen Futterspender nach oben gefahren. Ja, da sieht man sie nochmal. Ist auch relativ viel Wald drumherum, also hier überall so. Also wir werden da relativ alles bewallen. Hier sieht man das Ganze nochmal, an welcher Stelle der Ziegenfutterspender dann ist. Der ist halt zwischen den Jeeps. Also wenn wir nochmal zurückspringen. Ich glaube, das hier ist die
Ausgangssituation, da müsste hier irgendwo die Stelle sein. Ach, wobei, ja, es ist schwierig alles, weil, ja, diese Filmszene ist sehr, sehr schwierig. Da sind ziemlich viele Filmfehler und das macht es sehr, sehr schwierig. Werde ich euch gleich auch noch zeigen. Also, da ist die Ziege. Hier habe ich nochmal einen schönen Screenshot gemacht, weil jetzt sieht man nochmal genau die Position. Da hätte ich gar nicht zurückspringen müssen. Da, an dieser Position stehen die. Hier ist schon der Tunnel. Das heißt, sie sind wirklich direkt in der Kurve stehen geblieben. Also die kommen aus dem Tunnel und bleiben hier in der Kurve stehen. Und da ist dann schon der Ziegenfutterspender. Daran sieht man das halt ganz gut. Aber ich glaube, ja, da wurde viel mit Hollywood-Tricks gearbeitet. Warte mal, stehen die. Ah nee, okay. Ich war gerade verwirrt, Leute. Ich dachte gerade, stehen die jetzt andersrum. Aber ist sogar richtig. Also hier endet dann eigentlich schon die Szene, weil der T-Rex zeigt sich nicht und die fahren weiter. Und später fängt dann Unwetter an und die fahren wieder zurück. Deswegen stehen sie auf dem nächsten Screenshot nämlich andersrum. Und hier fallen dann die Autos aus. Ist auch ungefähr an der gleichen Stelle, wo die Autos hier stehen. Dann kommt schon der T-Rex. Dann flüchtet hier dieser Macker, der bei den Kindern im Auto saß, in die Toilette. Hier sieht man ganz gut die Toilettenposition. Also hier ist noch so ein T-Rex-Schild. Hier ist die Toilette. Und hier sieht man dann die Jeeps. Das heißt, daran können wir uns orientieren. Das Toilettenhaus steht sozusagen, ja, wenn man von den Jeeps von vorne guckt, rechts so ein bisschen hinten. Dann kommt hier schon der T-Rex durch den Zaun. Da wurde er dann weggelockt von Ian Malkin. Der hat hier so eine Fackel in der Hand. Und der rennt auch so ein bisschen nach rechts, nämlich zur Toilette. Hier sieht man die nochmal. Da sieht man auch nochmal das Schild. Und dort wird er dann niedergetrampelt. Er liegt dann irgendwo hier unterm Stroh und wird nicht gefressen, der Ian Malkin. Und ja, hier ist der T-Rex, hier ist das Schild. Hier ist die Toilette, das Haus ist eingekracht. Und da wird dann dieser Typ gefressen von dem T-Rex. Und jetzt kommt schon der erste interessante Logikfehler. Also der T-Rex ist irgendwo hier hinten durch den Zaun gebrochen. Und ja, da war ja das mit der Ziege und sowas. Man hat gesehen, da ist kein Abgrund. Und genau durch diesen Zaun, durch diese Lücke, wo der T-Rex durch ist, klettern dann sozusagen hier Alan Grant und ich weiß, wie heißt das Kind? Boah, mit Kindernamen merken ist immer schwierig. Timmy heißt, glaube ich, der Junge. Das Mädchen weiß ich gerade nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall klettern die dann genau durch die Stelle, wo der T-Rex durchgebrochen ist. Ja, über dieses Betonding. Und hier ist ein richtig tiefer Abgrund. Aber das macht absolut keinen Sinn, weil vorher war hier das mit der Ziege und der T-Rex ist hier gekommen. Und wenn hier so ein Abgrund wäre, wie er hier ist, dann wäre der T-Rex ja quasi hier hochgesprungen. Also, das ist halt schon der erste sehr entscheidende Filmfehler. Diesen Abgrund werden wir bei unserem Bau einfach gar nicht berücksichtigen. Den werden wir komplett weglassen, weil das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Ja, ist halt ein sehr, sehr fataler Filmfehler, wie ich finde. Ihr könnt gerne auch sagen, wenn ihr eine andere Theorie habt und das hier alles stimmen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Für mich ist es ein klarer Filmfehler. So, hier klettern die nochmal runter. Und hier sieht man dann auch nochmal die Szene. Also hier sind die durchgeklettert im Endeffekt. Oder? Ja, doch, ungefähr. Wobei hier nicht das gegengedrückte Auto ist, ne? Ah ne, das wurde ja runtergeschmissen, stimmt. Das Auto wurde runtergeschmissen. Also hier muss das irgendwo gewesen sein. Also es ist meiner Meinung nach definitiv ein Filmfehler. Hier suchen die dann nach Überlebenden. Da finden sie dann Ian Malkin. Und da kommt schon der nächste Filmfehler, Leute. Auch sehr, sehr interessanter Filmfehler, meiner Meinung nach. Ja, sie suchen halt. Also ich glaube, es war zumindest so. Es kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Also sie suchen hier nach Überlebenden, finden dann Ian Malkin, den laden sie hier in den Jeep ein. Und dann suchen sie noch weiter nach weiteren Überlebenden, nämlich nach den Kindern und Alan Grant. Und die nächste Szene ist dann. Also ich gehe davon aus, dass sie das Auto nicht mehr umgeparkt haben. Also sie laden hier Ian Malkin ein. Und die nächste Szene ist dann, dass der T-Rex wieder kommt. Und Ian Malkin sitzt hier hinten drin und ruft die zu sich. Allerdings steht der Jeep. Also hier steht er noch da. In der nächsten Szene steht er dann an einer ganz anderen Stelle. Man sieht nichts mehr von der alten Szenerie. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen unlogisch, muss ich sagen. Also da ruft er die halt hin. Dann werden die von dem T-Rex nochmal gejagt und können zum Glück entkommen. Und ja, das sind meiner Meinung nach, ja, zwei Filmfehler in einer Szene. Ich meine, wenn man den Film jetzt so guckt, ist es nicht ganz so fatal. Aber wenn man sowas versucht nachzubauen, ist natürlich schwierig. Also bei diesem Weg kann ich mir wirklich freies Spiel, glaube ich, lassen, weil man sieht nicht wirklich, wie die zu diesem Weg kommen, wie sie zu dieser Szene kommen. Und deswegen ist der Rückweg später wird relativ einfach werden. Da ist dann auch einfach ein sehr, sehr langer Weg mit ganz viel Wald und so ein brauner Weg halt, über den die fliehen. Wenn wir den nicht ganz so genau wie im Film nachbauen, ist das auch halb so wild. Viel wichtiger ist jetzt natürlich diese T-Rex-Szene.
Ja, ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dieser Szene verstanden, weil ja, mit diesen Filmfehlern umzugehen ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr dafür Erklärungen habt oder ich mich irre oder sowas. Macht das gerne. Ja, aber ich bin jetzt noch nicht wirklich schlauer, aber ich habe eine sehr, sehr gute Idee, was wir noch zur Planung verwenden können und das werden wir jetzt tun. Und damit kommen wir nochmal für die Planung zu einem weiteren Jurassic Park Fanmade Game. Das hier ist T-Rex Breakout, haben wir schon mal auf meinem Kanal zusammen gezockt. Und dort ist genau diese Szene, die wir brauchen, nachgestellt. Und das werden wir jetzt nochmal ganz kurz uns hier angucken. Das Problem ist halt nur, dass der T-Rex wirklich kommt und uns frisst, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig für die Planung. Ist ein sehr cooles Spiel, werde ich für euch auf jeden Fall auch verlinken. Kann man sich auf jeden Fall für zwischendurch mal geben. Wir müssen halt jetzt mal gucken, dass wir hier... Irgendwie kommt man auch genau den Sitz switchen. Wir steigen mal aus. Hoffen mal, dass er uns nicht sieht. Oh oh. Nicht bewegen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mich gerne umgucken, Rexy. Danke. Also ihr seht hier auf jeden Fall diese Kurve. Ganz gut. Ich darf mich... Oh, das ist jetzt echt schwierig für die Planung. Wenn der uns jetzt auch noch bedroht. Okay, wenn wir uns nicht bewegen, ist, glaube ich, alles fein. Also hier bricht er durch die Kurve. Da vorne wäre irgendwo der Tunnel. Der ist hier leider auch nicht eingetragen. Ich kann aber mal gucken wegen... Okay, alles cool. Hier ist dann das Toilettenhäuschen. Und viel mehr sieht man hier gar nicht. Also so gut ist es gar nicht zur Orientierung, wie ich dachte. Schade, schade. Also man sieht halt nur die Kurve. Da das Toilettenhäuschen. Und da geht es dann weiter. Also viel mehr Informationen kriegen wir auch nicht. Soweit hatte ich das, glaube ich, auch schon geplant, wenn ich ehrlich bin. Ja, also... Okay, ich kann doch, glaube ich, nicht so viel Informationen hier rausziehen, wie ich es gerne hätte. Aber immerhin sieht man hier nochmal die ganze Situation einmal im Überblick. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt. Na komm, einmal lassen wir uns noch fressen. Hallo? Gott, er kommt. Oh Gott. Es schockt einen jedes Mal wieder, Leute. Oh Gott. Ja, komm, ein bisschen Action kann jetzt hier nicht schaden. Hallo, Rexy. Na, schade, für die Planung ist es nicht ganz so cool. Ich habe aber auch schon bei Jurassic Dream geguckt, was wir auch schon öfter benutzt haben. Und dort habe ich nicht mal das Gehege gefunden. Also das ist ganz komisch gemacht. Oh oh. Rexy, lass uns in Ruhe. Er ist schon cool, ne? Das ist schon wirklich cool. Schade, dass das nicht weiterentwickelt wurde, das Spiel. Oha. Alles klar. Oh Gott. Ah! Und damit wurden wir gefressen und ab zu Jurassic World Evolution. So, meine Freunde, ich bin jetzt doch nochmal in Jurassic Dream gelandet, hab mich hier nochmal umgeschaut und hab das T-Rex-Gehege gefunden. Ist aber sehr, sehr komisch. Also wir sind jetzt hier gerade beim Dilophosaurus-Gehege. Jurassic Dream habe ich euch in den letzten Folgen immer schon gezeigt, ist aber wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Kann man kostenlos zocken, ist ein Fanmade-Game. Aber ich finde die Position von dem T-Rex-Gehege sehr, sehr komisch. Und man fährt hier erstmal nochmal durch eine Schleuse. Und dann kommt man hier in das Triceratops-Gehege. Da sieht man es auf dem Schild. Und hier muss man dann auch nochmal weiterfahren. Und dann kommt man irgendwann in Richtung T-Rex-Gehege. Also es ist wirklich komisch von der Planung her. Kann natürlich auch richtig sein, weil das nicht so ganz hervorgeht. Aber im Film ist es so, dass die erst zum T-Rex-Gehege kommen und dann zum Triceratops-Gehege. Okay, hier geht es nochmal durch eine weitere Schleuse. Also das... Also mich verwirrt es auf jeden Fall. So, und hier kommt jetzt nochmal der Tunnel. Wo wir dann rauskommen und zu der T-Rex sehen. Da kommen wir steigen mal aus, weil da vorne steht noch ein Jeep. So, hier kommt man dann sozusagen aus dem Tunnel, den wir vorhin gesehen haben. Der Zaun geht hier sogar weiter. Das sieht man im Film auch, dass der Zaun eher nach hinten dann geht. Aber mega cool. Im Hintergrund sind sogar die richtigen Berge, wie sie waren, glaube ich, ne? So, Tyrannosaurus Rex. Hier in der Kurve bleiben die dann irgendwo stehen. Hier müsste dann auch der Ziegenfieder irgendwo sein.
Das ist nicht, ob der in dem Spiel hier vorhanden ist. Kann ich euch nicht sagen. Nee, sieht aber nicht so aus. Hm. Hier ist dann das Toilettenhäuschen. Ja, das steht meiner Meinung nach aber auch nicht ganz richtig. Und das Tyrannosaurus Rex-Schild auch nicht. Den Scheinwerfer, hat man den gesehen? Ich glaube auch nicht. Aber sowas könnten wir eh nicht nachbauen. Ist halt sehr, sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Also im Prinzip ist diese Kurve wirklich entscheidend. Und hier geht das T-Rex-Gehege dann noch so ein bisschen rum. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das hier noch so rumgeht. Der Zaun. Und dann endet der an so einem Berg. Ist echt schade, dass wir keine Klippen und Berge und Tunnel und sowas bauen können. Jetzt könnten wir das auch ein bisschen cooler gestalten. Aber im Prinzip ist es wirklich eine sehr, sehr kleine Szene, muss man sagen. Ne? Das ist halt wirklich nur diese Kurve und das Toilettenhäuschen. Und mehr ist das nicht. Aber im Film spielen da halt wirklich viele Situationen sich ab. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine, aber wichtige Szene. Und ja, wir müssen jetzt halt mal schauen, dass wir eine gute Position dafür finden und das vernünftig nachbauen in Jurassic World Evolution. So, meine Freunde, da sind wir endlich wieder angekommen in Jurassic World Evolution. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel Planung, aber es ist halt eine sehr, sehr wichtige Szene, die halt viel im Film vorkommt und sehr entscheidend ist. Und deswegen wollte ich die so gut wie es möglich ist mir nochmal anschauen mit euch gemeinsam, damit ihr auch auf dem Laufenden seid, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen soll. Ich werde jetzt hier erstmal allgemein so ein bisschen Platz schaffen, weil hier sind halt noch so vorläufige Gebäude, die ich benutzt hatte, die wir eigentlich so gar nicht mehr brauchen. Deswegen kann das hier erstmal alles weg. Das hier vorne ist ja auch noch vorläufig, das kann aber erstmal bleiben. Weil wir müssen jetzt hier die ganze Landschaft so ein bisschen gestalten. Also im Prinzip ist es ja so, also nach dieser Szene hier fahren die ja lang, das ist das Dilo-Gehege, kommen die in diesen Tunnel und dann kommen die aus dem Tunnel wieder raus und dann kommt diese T-Rex-Szene. Wir müssten auf jeden Fall eine Rechtskurve machen. Das heißt, so wäre das schon richtig. Wenn wir jetzt hier eine Rechtskurve machen, müsste hier das T-Rex-Gehege sein. Das heißt, wenn wir das hier vorne irgendwo hin machen, ich glaube, ich werde da auch sehr relativ Platz verschwenden werden, weil ja, so viele Szenen müssen wir gar nicht mehr bauen, die im Film vorkommen. Also wir haben, glaube ich, schon fast alles gemacht, was im Film so vorkommt. Wir sind schon auf jeden Fall sehr, sehr weit. Ich glaube, für andere Gehege wird hier später kaum noch Platz sein, wenn ich ehrlich bin. Und wie sieht es denn hier aus? Also wenn wir überlegen, wir gehen jetzt hier rechts rum. Hier, es wäre halt cool, wenn wir wirklich auch so Berge im Hintergrund hätten. So ein bisschen. Eigentlich ganz gut hier aus. Ja, ich würde sagen, ich glätte hier mal so ein bisschen rum und dann schauen wir mal weiter. So, Leute, der ganze Kram ist jetzt hier mal so ein bisschen vorbereitet und geglättet. Ich blende mal eben für euch oben rechts einen Screenshot ein. Da seht ihr nochmal die beiden Jeeps und den Hintergrund. Also wenn man eigentlich mal so nach dem Hintergrund guckt, hier hinten ist halt nicht wirklich Berg. Nach dem Hintergrund her müsste das T-Rex-Gehege eigentlich irgendwo hier vorne stehen, wenn man ehrlich ist. Also eigentlich hätte das T-Rex-Gehege hier sein müssen, wo der See ist. Ich glaube, wir haben wirklich uns einen falschen oder einen schlechten Anfangspunkt gesucht. Wir hätten den ganzen Park so verschieben müssen eigentlich. Aber leider kann man nicht copy-pasten, deswegen rückgängig machen werden wir das Ganze jetzt nicht. Ja, und der Hintergrund ist auch nicht 1:1 identisch. Also sieht schon sehr gut aus hier mit den Bergen da oben, aber ich habe vorhin schon verglichen, 1:1 identisch ist das hier mit den Bergen auch nicht. Also, na, es wäre natürlich am besten, wenn das T-Rex-Gehege hier vorne wäre, wo halt auch die Berge im Hintergrund sind. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir die trotzdem so ein bisschen im Hintergrund haben, die Berge. Ich meine, wenn wir das hier irgendwo bauen, ich weiß halt nicht. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das Ganze planen. Das wird auch alles relativ kompliziert werden. Vielleicht werde ich auch nochmal eine Umstrukturierung hier vornehmen, die ich dann wahrscheinlich nicht im Video machen werde oder so. Da müssen wir mal gucken, weil das ist halt alles sehr, sehr aufwendig. Und ja, ist jetzt halt die Frage, wo führen wir lang? Normalerweise geht es ja hier in so einen Tunnel. Ich würde gerne, ich kann euch mal eben zeigen, was ich vorhabe. Also ich denke mal, ich werde statt einem Tunnel das irgendwie so machen, dass wir durch so eine kleine Schlucht oder sowas gehen hier vorne. Ich würde das irgendwie so regeln. Also dass es hier zumindest abgesenkt ist, so ein bisschen an den Rändern. Und hier links und rechts das Ganze dann hochgeht. Das wird auch viel, viel Arbeit, werde ich aber auch alles rausschneiden. Weil die Tools sind halt hier dafür echt nicht gemacht. Dass man zumindest statt dem Tunnel durch so eine kleine... Ah, ist glaube ich eine Schlucht, oder? Wenn man in der Mitte hier ist, ist das eine Schlucht? Ich weiß es nicht. Ne, ein Tal? Ich habe keine Ahnung. Dass man auf jeden Fall hier zwischen zwei so kleinen Hügeln durchfährt. Das ist dann so der kleine Tunnelersatz. Das ist so zumindest meine Vorstellung. Aber am wichtigsten ist jetzt, dass wir uns eine Stelle raussuchen, wo wir später das Ganze bauen wollen. Oder in der heutigen Folge noch. Ich weiß gar nicht, wie weit wir heute noch kommen. In der heutigen Folge war halt sehr viel Planung. Und ja, ich merke halt gerade zumindest am Hintergrund, dass ich hier
vielleicht nicht am besten gebaut habe. So Leute, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen vorbereitet. Also ich habe mir das mal so abgesteckt. Wenn man hier, das ist der Tunnelausgang sozusagen, wie auf dem Screenshot oben rechts. Und die beiden Jeeps habe ich dann auch mal hingestellt, damit wir so ein kleines Größenverhältnis haben. Hier soll dann später so die Kurve sozusagen rumführen. Worauf ich noch geachtet habe, ist, dass wir hier auf dieser Seite noch genügend Platz später haben. Weil wir müssen bedenken, hier muss noch das Toilettenhaus hin und so weiter und so fort. Und es geht hier auch noch um die Kurve. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Hier müssen wir auch noch den Berg ein bisschen ausschmücken, dass der schöner aussieht. Ah, das wird alles ganz schön schwierig werden. Und wenn dann hier die Kurve ist, passt das auch vom Hintergrund mit dem Berg eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Wir müssen auch noch bedenken, später der Weg hier weg muss auch noch... Aber eigentlich geht das, wenn wir den Weg hier hinten wegführen, in diese Richtung, und die Strecke dann später da zurück. Müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon zu weit vorgegangen bin, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es ganz gut, dass das hier ganz leicht um die Kurve geht schon mal. Ja, die Kurve ist auf jeden Fall relativ steil. Ich muss es halt immer so ein bisschen im Verhältnis mit den Autos hier sehen. Deswegen habe ich mir die halt hingestellt, weil man sonst echt mit den Größenverhältnissen voll durcheinander kommt. Das ist echt super, super schwierig. Wenn es jetzt hier nicht ganz perfekt sein sollte, dann ist es halt so. Ja. Also ich glaube, so reicht das schon fast. Aber das wird mega eng dann hier. Wo kommt denn dann die andere Szene hin? Die müsste dann ja mit dem Toilettenhaus und so müsste ja hier quasi hin. Ich glaube, das ist schon zu eng, die Kurve, wie ich die hier gerade nehme. Ich glaube, so ein bisschen... Mehr so müssen wir machen. Von den Größenverhältnissen kommt das ja sowieso allgemein nicht so hin, habe ich immer das Gefühl in dem Spiel. Weil irgendwie alles ein bisschen anders ist, auch gerade die Dinosaurier und so. In Jurassic Park 1 Filmen wirken die irgendwie alle größer. Auch wenn man jetzt so einen T-Rex neben das Auto stellt, im Film wirkt der halt viel, viel größer quasi. Und dann könnten wir eigentlich die Strecke hier weitergehen lassen. Irgendwie so in diese Richtung. Wir müssen ja auch viel mit Höhenunterschieden später arbeiten. Aber könnte man sich das vorstellen, dass das hier die Kurve ist? Könnte in die richtige Richtung gehen. Ich würde sagen, wir ziehen hier mal so einen Zaun und schauen uns das Ganze mal an. Ihr müsst euch halt immer vorstellen, dass das hier sozusagen der Ausgang ist. Also der Ausgang von dem Tunnel. Den können wir ja nicht richtig nachbauen. Vielleicht können wir den später mit sowas darstellen. Auch eine Möglichkeit, ne? Wir den irgendwie so selber bauen. Mit diesen Pfosten. Einfach den Tunnel einmal komplett mit so einer Pfostenstrecke lang bauen. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht schlecht, ne? Weil ich wüsste gar nicht, wo wir diesen Zaun sonst verwenden sollten. Weil den habe ich nie im Film gesehen, diesen High-Security-Zaun. Ist eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. So. Da ist auf jeden Fall dieser Zaun am Start, ne? Ja. Beim T-Rex-Gehege ist es auf jeden Fall dieser Zaun. Ich mache uns das mal so, Leute. Kann man das ein bisschen besser, denke ich mal, sich vorstellen, wenn ich den Zaun aus, also den Torausgang mit so einem Zaun baue. Glaube ich, auch so die beste Alternative für einen Tunnelbau, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir den Tunnel wirklich so später bauen sollen. Weil, ja, diesen Teil der Strecke werde ich in der nächsten Folge, denke ich mal, erstmal machen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Kurve. Ich muss auch hier hinten unbedingt noch viel gestalten. Ich werde euch auch sagen, wenn wir hier diese ganze Landschaftsgestaltung nochmal vernünftig machen später, sieht das alles auch viel, viel cooler aus. Jetzt gerade sieht es halt wirklich noch sehr im Rohbau aus. Das ist halt nicht so nice. So. Okay, also im Prinzip, es geht eigentlich schon direkt, wenn das der Tunnelausgang ist, mit dem Pfosten, eine Autolänge, ne? Also eigentlich müsste ich hier schon direkt loslegen. Aber wie gesagt, es kommt von den Größenverhältnissen eh nicht ganz hin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und jetzt müsste man eigentlich hier und lang bauen. Wird, glaube ich, jetzt gar nicht mal so einfach. Also hier geht es dann auch später irgendwie runter oder so schräg. Mit den Höhenunterschieden vom Zaun. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal die Kurve hier lang bauen. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen gerade hin. Hier ist natürlich wieder blöde Einrastpunkte. Ich mache mal kurz so. Und dann gehen wir bis... Das ist da direkt dran ja eigentlich schon. So. Dann haben wir nämlich hier schon mal den Einrastpunkt. Das ist ganz gut. Jetzt müssen wir hier nur noch gut um die Kurve kommen. Das wäre perfekt. Versuch möglichst den gleichen Abstand beizubehalten in der Kurve. Nämlich, glaube ich, auch nicht so einfach, aber es geht aber. So, sagen wir mal so. Geht das Ganze lang. Das wäre dann die Kurve soweit.
Hier würde dann auch noch viel. Und weiß nicht, ob wir da das hier nehmen als Untergrund. Ich glaube, das ist so das Beste. Weil eigentlich ist das so ein bisschen. Na, vielleicht können wir auch so eine Mischung hier machen als Untergrund später. Aus Sand und dieser Erde. Dass es ein bisschen heller wird oder so. Ja, müssten wir mal schauen, was wir da später als Untergrund nehmen. Das weiß ich gerade noch nicht so ganz. Aber das sind halt auch die Feinheiten, die wir später machen müssen. Jetzt muss erstmal der Grundriss stehen. Ja, ich glaube, wir müssen den Zaun sogar noch, oder den Tunnel noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Dann wäre hier sozusagen die Tyrannosaurus Rex-Szene. Hier in der Kurve würden die dann auch schon stehen bleiben. Also ihr seht jetzt schon wieder, dass das von den Größenverhältnissen echt schwierig wird, ne? Kommt halt hinten und vorne nicht hin. Aber ich glaube, viel kleiner sollte ich die Kurve echt nicht bauen. Weil ich glaube, sonst, also normalerweise müsste ich die wirklich nur so kurz bauen, die Kurve. Von da bis da. Aber ich glaube, das wäre dann zu steil. Dann würden wir hier auch gar nicht mehr das Toilettenhaus und so hinkriegen. Muss halt auch alles da noch hin. Ich glaube, so schlecht ist es gar nicht. Dann müsste es hier hinten noch so ein bisschen runtergehen. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare, was ihr schreiben werdet. Ich werde die auch auf jeden Fall abwarten für diese Folge. Vielleicht habt ihr ja noch coole Ideen oder so. Weil das ist halt wirklich mit so die wichtigste Szene im ganzen Film, finde ich. Weil hier spielt sich so viel ab. Das ist so entscheidend. Der Zaun geht auf jeden Fall irgendwo hier hinten dann runter. Sieht man auch noch ganz gut. Relativ steil, glaube ich. Irgendwie so. Wartet mal, ich blende mal ganz kurz hier die Symbole über den Autos aus. Ja. So, dann stören die auch nicht mehr. Das mit dem Zaun, mit dem Toreingang müssen wir, glaube ich, noch ein Stück nach hinten verschieben. Damit das von den Verhältnissen hier angepasst wird. Und das Ganze. Ja, ich glaube hier so ungefähr hin, aber das können wir später machen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das hier als, das ist, ich sag mal Tor-Tunnel-Eingang meine ich natürlich, ob ihr das als Tunnelersatz gut findet oder eher nicht so gut. Schreibt es auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, so ist es aber schon gar nicht schlecht. Ich glaube, das geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ja, hier hinter wird dann später irgendwo dieses Toilettenhaus sein. Das gibt es ja auch. Das wird ungefähr irgendwo hier platziert werden, denke ich. Und das Schild kommt da noch hin. Ich mache das mal einmal vorsorglich. Das werden wir gleich auch noch umplatzieren. Stand halt irgendwo hier das Tyrannosaurus Rex-Schild. Und dann nimmt diese ganze Szene eigentlich schon relativ gut Form an. Wo sind die denn dann genau stehen geblieben in der Kurve? Also eigentlich sind die nur so ein Stück weiter gefahren. Ich fahre die Jeeps mal ein Stück weiter. So, und ungefähr hier der vordere Jeep. Ja. Kommt schon, glaube ich, ganz gut hin. Und der hintere Jeep. Ich weiß, sind im Film das Ford Explorer, aber die verschwinden leider immer. Deswegen ist die Planung immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, die sind halt wirklich schon hier vorne ungefähr stehen geblieben. Also das passt soweit eigentlich. Ich kann natürlich gucken, dass ich das hier hinten noch so ein bisschen verändere später, aber das ist jetzt auch nicht wirklich eine Szene, die man im Film sieht. Aber ich glaube, das kommt schon ganz gut hin hier. Und dann wäre hier ungefähr der Ziegenfutterspender. In der Mitte müsste der sein. Also ungefähr hier. Und da würde dann sozusagen die Ziege rauskommen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Den deaktivieren wir mal eben. Nicht, dass wir gleich 1000 Ziegen im Park rumlaufen haben. Das ist nicht so cool. Ja, doch. Das geht auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung hier. So, wir platzieren jetzt nochmal das Toilettenhaus richtig, würde ich sagen. Dafür haben wir ja auch einen ganz guten Screenshot. Ja, das ist vom Winkel her, steht es, glaube ich, relativ so. Ungefähr vom Eingang her, oder? Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin, dass das irgendwo hier hinten steht. Das kann man halt auch nur ungefähr machen. Ich will es halt so gut wie möglich platzieren. So. Ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Dass das da dann später steht. Und da muss ich einmal weiterschalten auf den nächsten Screenshot. Ja, da haben wir dann das Tyrannosaurus Rex-Schild. Und das steht so ein bisschen in diese Richtung gedreht. Ich denke mal, so kommt das ganz gut hin. Steht auch relativ nah hier vor. Das ist echt cool, weil die Palmen sind auch mega originalgetreu. Die um das Häuschen rum sind. Schon sehr, sehr gut aus. Okay, ich glaube, so kommt das schon relativ gut hin, ne? Ja, das sieht gut aus. Später werden dann hier natürlich auch noch ein paar Bäume und so hinkommen. Dann wird das Ganze auch noch ein bisschen nicer aussehen.
Das Baumtool ist natürlich hier wieder eine Katastrophe. Von der Baumplatzierung, aber das kennt man ja nicht anders. War ja gefühlt schon immer so. Hier wird allgemein noch später viel bewaldet und so. Aber ja, ich mache jetzt hier erstmal die Fläche, die wir später brauchen, alles in Braun. Ich weiß nicht, ob ich das später noch irgendwie so mache, in diese Richtung. Vom Untergrund her. Wenn das so ganz leicht wie hier, sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Was müssen wir dann schauen? Wir planen jetzt erstmal das Ganze in Braun durch, was jetzt hier braun ist und was nicht. Also im Prinzip würde ich fast sagen, dass wir das so machen, weil da liegt ja auch so ein Kies oder sowas auf der ganzen Strecke soweit. Ich würde das, glaube ich, fast so machen. Und dann hier hinter einfach so ein bisschen Dschungel. Wobei hier auch noch irgendwo ein Weg wegführen muss, aber ich glaube, der führt eher hier hinten weg. So, ich glaube, hier will ich gar nicht so sehr bewalden. Weil hier sieht man ja auch noch so ein paar Szenen, dass es da gar nicht so waldig ist. Also wenn dann von hier die Kameraszenen sind. Müsste mal halt gucken. Also ich glaube, ich werde hier auch dann Berg viel machen. Also das hier wird wahrscheinlich alles sehr, sehr bergig. Hier so. Ich habe ja schon gesagt, dass ich hier das Ganze statt dem Tunnel dann halt so ein bisschen erhöhe. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Das heißt, hier wird wahrscheinlich nochmal so ein Berg entstehen auf dieser Seite. Hier auf dieser Seite wird auch nochmal ein Berg entstehen. So weit, so gut. So. Sieht man schon mal ganz gut diese Grundrisse. Ja. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir dann auch noch hier so ein bisschen mit Klippen und so arbeiten später. Dann kommt das schon ganz gut hin. Und hier hinten, also ich glaube, ich müsste hier wirklich das mit den Bäumen nochmal so ein bisschen verschieben. Weil ich glaube, im Original ist es so, dass hier dann nochmal so ein Weg wegführt. Das ist dann, glaube ich, der Weg später, mit dem die halt flüchten. Das habe ich euch ja vorhin auch schon gezeigt in der Planung, dass der irgendwo hier hinten weggeht, dann hier lang fährt und dann wieder Richtung da hinten Besucherzentrum oder so. Also den Weg werde ich wahrscheinlich irgendwo hier lang führen. Und die Strecke später wird dann... Wie führen wir die denn weiter? Das T-Rex-Gehege ist dann da. Das wird auch relativ... Also hier vorne wird es wieder in den Berg, glaube ich, übergehen. Und ich glaube, ich bin hier schon fast zu weit. Und ich glaube, wir könnten hier wirklich dann schon irgendwie so hintergehen. Das T-Rex-Gehege wird dann relativ länglich nach da gehen. Die Strecke irgendwo hier hin. Hier müssen wir es dann so bergig gestalten, dass man hier hinten zum Beispiel die Strecke nicht mehr sieht. Und hier im T-Rex-Gehege vorbei. Hier hinten können wir dann die Triceratops-Geschichte und so was noch hinmachen. Und vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit, die man im Film auch noch sieht. Müssen wir da mal schauen. Ja, der Weg führt sich dann hier zurück. Und ja, dann sollten wir eigentlich alles unterkriegen. Ich weiß, wir haben jetzt in dieser Folge nicht wirklich viel geschafft, weil ich werde es jetzt erstmal soweit lassen. Aber ich bin auch auf eure Kommentare gespannt, ob ihr das hier von der Grundplanung her erstmal so in Ordnung findet. Oder was ihr dazu sagt. Und dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Aber es war sehr viel Planung. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem sehr viel Spaß gemacht beim Schauen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.